Okay. Trade Republic Desktop-Applikation ist seit einigen Tagen erhältlich. Ich hätte mich ehrlich gesagt schon damals, als ich dieses Trade Republic-Konto eröffnet habe, vor circa 6 Monaten, ich glaube, es war im Mai, April, Mai, sowas, 2021, habe mich schon gewundert. Das geht ja gar nicht per Desktop. Da habe ich die Frau da angerufen, die das mit mir eröffnet hat und so weiter und verifiziert wurde. Nein, das geht nur über die Mobil-App. Und ich habe mir gedacht, ey, krass, wenn ich da mal ein bisschen was, irgendwie eine Statistik oder so machen möchte, dann muss ich das alles auf meinem kleinen Handy hier rumfummeln. Und jetzt ist es endlich auf dem Desktop. Finde ich sehr, sehr gut. Aber jetzt schauen wir mal gemeinsam, was es. Oh, jetzt bin ich ausgeloggt worden. Okay, also das ist ein sehr krasser Timer ist da drinnen. Das finde ich schon mal sehr gut. Also, und dann eine Dreifach-Authentifikation mit 2 PIN-Codes und noch Handy und so weiter, SMS. Also ist schon mal recht safe. Das finde ich schon mal cool. Wie gesagt, hier habe ich jetzt meine Sparpläne. Ich hatte da, sagen wir mal, klein angefangen mit 900 € im Monat und bin jetzt gerade bei. Ich glaube 1300, also es kommt immer wieder was dazu. So zwischen 1300 und 1500 im Monat. Also es ist nicht gerade wenig. Man muss also schon ein bisschen verdienen und gleichzeitig auch sehr sparsam sein. Ne? Also aktuell ist es so, dass ich jetzt, halt, sagen wir mal, zumindest noch dieses Jahr sehr gut verdient habe. Also, aber ich hoffe mal, dass ich auch diesen Sparplan natürlich langfristig halten kann. Deswegen habe ich ihn jetzt auch nicht zu hoch angesetzt. Also mit 1000 bis 1500 € im Monat bin ich, letztendlich kann ich bestimmt, also die nächsten, toi toi toi, ne? Also wenn alles, alle Geschäfte weiterlaufen und alles, ne? Auf jeden Fall, sagen wir mal, für die nächsten 12 Monate auf jeden Fall in der Höhe weiterlaufen lassen. Ich hoffe es natürlich, dass das Ganze, sagen wir mal, 3, 4, 5 Jahre mindestens mal so läuft. Und dann werden wir uns nochmal konkret darüber Gedanken machen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich mir das auch immer wieder anschaue. Also ich habe hier auch schon einige Veränderungen vorgenommen, was man eigentlich nicht machen sollte. Aber mal ganz ehrlich unter uns, es gibt halt einfach immer wieder Punkte, ja, die halt sehr einschneidend sind, ja, und wo man sich dann nochmal quasi seine Gedanken nochmal neu sortiert. Ja. Wir leben halt eine sehr schnelllebigen Zeit. Also die Sparpläne, die ich halt so mal hier habe, sieht man ja Gazprom, Microsoft, Norilsk Nickel, Alphabet, Tesla, Nvidia, Tencent, Amazon, Facebook, JD.com, Software, so eine deutsche Softwarefirma, Walt Disney, PayPal, Porsche, Fraport, BYD, American Airlines, Plug Power, Salesforce, Heidelberg Druck, York, das ist noch sehr, sehr klein erst. Und Samsung. Adobe, ProCredit, Visa, MSCI World, MSCI China, noch nicht investierter Betrag, okay. Also, wir sehen also hier, wenn wir so mal jetzt auf Max gehen, was mich natürlich jetzt gleich mal ein bisschen, was mir ins Auge fällt an der Plattform, weil es geht ja nicht darum, was ich jetzt hier für Aktien investiere, sondern es geht um die Plattform, die wir ganz kurz mal gemeinsam anschauen wollen. Ich habe natürlich hier immer wieder Einzahlungen gehabt, ja, monatlicher Art, und dann auch ein paar manuelle Einzahlungen. Und das ist hier alles zusammengebarzt, ja, in diese einen Zahlportfolio. Ja. Und wenn ich da jetzt halt sozusagen hier mal auf Max gehe, dann ist es halt hier irgendwo mal, habe ich da, das kapiere ich jetzt überhaupt gar nicht. Das muss ja hier irgendwo bei Null mal losgegangen sein. Was ist das denn für ein Käse?
Achso, das soll der Gewinn sein. 7,9% und 99 Euro. Okay. Ah, okay. Also das ist schon mal clever. Das ist schon mal clever. Also die Plattform sagt mir jetzt sozusagen automatisch den Unterschied zwischen dem eingezahlten und dem gewonnenen, sozusagen der Rendite in Anführungsstriche. Ne? Also noch ist das Ganze ja sehr, sehr jung. Und das Ganze ist natürlich im Cost Average. Also diejenigen, wenn ich jetzt nochmal diese Summe eingezahlt hätte, ja, also die eingezahlte Summe. Boah, Mann, hey, das ist nicht so evident. Ja, was ist jetzt hier die eingezahlte Summe? Sehe ich das jetzt hier auf einen Schlag oder was? Was ist jetzt hier die eingezahlte Summe, bitte? Ich sehe hier sonst keine Möglichkeit, hier irgendwas zu machen. Okay. Also die eingezahlte Summe. Da muss ich jetzt im Kopf rechnen, oder was? Also das hier minus dem Ganzen ist dann die eingezahlte Summe. Und das müsste dann hier das hier unten entsprechen. Das finde ich echt irgendwie ein bisschen komisch. Das ist wirklich, also quasi, das ist halt einfach ein, ja, ein Broker-Dashboard für Kiddies, ne? Also, oder keine Ahnung, für alte Leute, ich weiß es nicht. Aber es muss hier doch irgendwo ein Unterschied geben. Wir waren minus 996. Das sind 12.615. Ah ja, okay. Deswegen ist es hier unten fett. Oh, okay. Jetzt ist alles klar. Also das hier ist das Eingezahlte, das hier oben ist das Gesamte und dann das hier ist der Unterschied. Oh, wow, toll. Das muss man jetzt erstmal irgendwie rausfinden. Also vielleicht bin ja nur ich so plemplem oder so, keine Ahnung. Aber Usability, geben wir schon mal eine 4 minus hier. Also wenn ich wissen will, was ist überhaupt mein Gewinn oder Verlust. Ja. Dann haben wir hier einen Tagestrend. Okay, hier können wir wahrscheinlich dann draufklicken. Oh, das ist das gleiche wie am Ding, am Mobil. Also haben wir keine zusätzlichen Funktionen oder irgendwas, wo man so mal noch mehr irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Zusätzliches oder was hat. Also ich sehe hier keinen wirklichen Mehrwert jetzt zu der App, zu der mobilen App. Tagestrend in Euro. Tagestrend in Euro, das heißt, ach so. Das sind die Aktien. Nicht meine Holdings, also nicht meine, ja, das, was ich habe an diesen Aktien, die Aktienpreise und wie sie gestiegen gefallen sind. Interessant, wow. Tagestrenden Prozent, okay. Seit Kauf. Bezieht sich das jetzt auf den Börsenpreis oder auf what? Zeitkauf. Hey, das ist echt nicht einfach zu verstehen, das Ganze. Also Leute, ich finde das schwierig. Und für jemanden, der jetzt so überhaupt gar keine Ahnung hat von dem ganzen Kram und so weiter. Okay, das sind meine Sparpläne. Und das sind meine Einstellungen. Hier kann ich also das ist schon höchst banal, ja? Also wirklich, wenn ich jetzt ein Depot eröffnen würde für meine Mutter, was ich gerade aktuell vorhabe, dann würde ich diese Trade Republic nicht benutzen. Also das muss ich ehrlich mal sagen. Das ist mir einfach zu wenig Möglichkeiten hier. Ich verstehe auch einfach nicht, wenn ich hier Tagestrend, okay, Tagestrend, das heißt, Microsoft ist um 3% gestiegen. Okay, aber wie viel? Okay. Also ich halte insgesamt 862,11 € in Microsoft. Meine Performance, okay, ich musste da draufklicken, das wusste ich nicht. Meine Performance bei der Microsoft-Aktie ist 23%, resultiert gleich in 162 Euro. Also meine Mutter würde hier nicht zurechtkommen.
Hier kann ich verkaufen, kaufen. Verfügbar, ja, das interessiert mich jetzt nicht. Und hier ist wieder dieser Unterschied. Okay. Moment mal. Ach so, okay, der Ersatz hat. Okay. Insgesamt habe ich 112 Euro gemacht. Das Ding hat sich 50%, also mit diesem Cost Average, das wird dann automatisch auskalkuliert. Okay. Ah, okay. Ich kriege hier dieses, was hier fett ist, das ist sozusagen auf dem Timeframe bezogene Cost Average. Das heißt, ich habe ein Cost Average hier auf den letzten 6 Monate von 2,6. Interessant. Oder doch nicht? Ja, naja. Öffnung, das sind irgendwelche Kennzahlen. Okay, braucht kein Mensch. Nächste Ausführung. Okay, kann ich. Also ich, wie gesagt, hier sehe ich die Performance. Mein Profit in Prozent, mein Profit Buy-in Anzahl. Mein Buy-in, also quasi mein Cost Average Buy-in, ist 232. Dann verstehe ich aber nicht, was diese Zahl hier bedeutet. 173 auf ein Jahr. Das kapiere ich nicht. Ist das der, was soll das sein? Ist nicht erklärt. Naja, ist egal, okay. So viel ist es also nicht. Bei Noritz Nickel. Okay. Das hier oben bezieht sich null auf mein ein Ding. Sondern das hier unten. Ich habe also hier 1% gemacht. Verstehe, 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 verstehe. Naja, wie gesagt, jede Plattform ist anders. Man muss sich wieder umgewöhnen, eingewöhnungsbedürftig und so, aber es ist halt extrem simplifiziert. Und trotzdem, obwohl es so simplifiziert ist, finde ich es echt nicht besonders aufschlussreich, was jetzt meine persönliche Performance und Preise, Einstiegspreise und Gewinne und Verluste und so weiter sind, versus jetzt hier diese Anzeige wiederum, die letztendlich mit meinen Käufen gar nichts zu tun hat, sondern einfach nur den Preis der Börse, den aktuellen Preis in der Börse irgendwie darstellt, ja. Und hier diese Linie hier unten, was das darstellen soll, ist nirgendwo erklärt. Finde ich jetzt nicht so einfach. Also für einen 60-jährigen Rentner oder so, es sieht zwar total simpel aus, aber trotzdem überhaupt, also ich würde mal sagen, gewöhnungsbedürftig. Also es ist nicht so, es springt ja nicht völlig, also nicht sofort ins Gesicht, was ist. Ja. Also von der Usability her könnte man das noch. Am Desktop einfach hat man ja viel mehr Spielraum als wir jetzt auf der App. Ja, dass man das ein bisschen besser macht noch. Naja, okay. Usability halt, ne?